Aus 2 wird 1. ov-online.de und ov-digital.de werden zu oldenburgische-volkszeitung.de. Unser neues Portal geht für euch am Donnerstag online. Ein bisschen brauchen wir dafür, eine kleine Umzugsphase wird es geben. Am Donnerstag sind wir für ca. 4 Stunden unter ov-digital nicht für euch zu erreichen. Aber keine Angst, die Ausgabe vom Donnerstag steht wie gewohnt für euch als E-Paper und in der App zur Verfügung. Für unsere App-Kunden, bitte aufgepasst, gibt es eine kleine Update-Information. Die App bekommt eine Neuerung, ein Update, dies wird euch automatisch angezeigt. Alles Weitere zum neuen Auftritt www.oldenburgische-volkszeitung.de in den nächsten Tagen hier auf YouTube, auf Facebook, im OV-Print- und Digitalangebot.